Sein Markenzeichen sind ausgefallene Hemden. Der Schwede Christian Lindberg brilliert mit seiner Posaune, ebenso wie beim Dirigieren. Der 56-Jährige ist Posaunist, Dirigent und Komponist. Fehlendes Temperament kann man diesem Skandinavier nicht nachsagen. Solch wärmende Lebensfreude braucht er sehr wohl, denn er leitet das nördlichste Orchester der Welt, das Norwegian Arctic Philharmonic Orchestra. Es wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Bodø und Tromsø, zwei kleinen Städten im Norden Norwegens. Christian Lindberg auf seiner Sommerresidenz in den schwedischen Skjern. Auch in seiner Freizeit hat der Chef seine Musiker gern um sich und sei es zum traditionellen Lauf um die Insel. "2014 ist das Jahr, in dem wir vor allem auf dem europäischen Festland spielen. Wir reisen zum Beethovenfest und wir werden in Salzburg im Festspielhaus auftreten mit drei verschiedenen Konzertprogrammen. Christian Lindberg ist Chefdirigent mehrerer Ensembles, komponiert und hat seinen eigenen Posaunenwettbewerb ins Leben gerufen. Und er gibt in der ganzen Welt Meisterkurse im Dirigieren, wie hier im australischen Melbourne. Der Schwede mit der unerschöpflichen Energie. Am 2. Oktober spielt er auf dem Beethovenfest, unter anderem eine eigene Komposition. Christian Lindberg live. Langweilig wird das bestimmt nicht.